Ja, hallo, hier ist wieder ein Video von Snake Zockt. Diesmal heißt das Spiel Future Race. Und ich weiß jetzt nicht so genau, worum es da geht. Es ist wohl so eine Art, ja, der Titel sagt es ja schon, ein Rennspiel. Nur wie genau? Ja, gucken wir einfach mal. Ah, ja, okay. Hä, was jetzt? Achso. Nee, Moment. Ah, was zum Geier? Ja, ist natürlich jetzt praktisch, wenn man mitten auf... Ich bin der Untere, glaube ich. Und ich kann nichts machen. Was zum Geier? Ich muss schneller werden. Stimmt, ich muss schneller werden. Und trotzdem noch den... Oh. Woher kenne ich das? Das kenne ich irgendwoher. Das Spielprinzip. Das habe ich schon mal gesehen und zwar in besser. Ball. Ball Blazer. Ball. Irgendwas mit Ball. Keine Ahnung. Mir fällt es jetzt nicht ein. Da ist die Steuerung umgekehrt. Gemeinheit. Was habe ich denn gemacht? Oh, jetzt. Jetzt ist. Oh, Leute, immer noch umgekehrt. Boah, nein. Ah, nee. Also entweder bin ich... Ich falle alle paar Sekunden irgendwo rein. Und der andere, der Computergegner, oder der zweite Spieler, den es jetzt nicht gibt, weil ich jetzt nur alleine spielen kann. Es ist also ein Zweispielerspiel. Es ist wieder so eins der Zweispielerspiele, dass ich alleine spiele. Ah, ich muss sagen, das kann man tatsächlich auch alleine spielen, ja. Man darf natürlich jetzt nicht zu viel erwarten. Der Wettbewerb ist jetzt weg, aber Punkte kann man ja noch kriegen. Aber ehrlich gesagt, irgendwie ist das jetzt doch ein bisschen... Oh. Ich finde das ein bisschen zu schwierig. Ist das die typische 8-Bit-Härte oder... Bin ich da zu alt für oder ist das einfach wirklich zu schwer? Weil ich habe das nämlich schon mal gesehen. Ja, jetzt war das wieder. Nein! Wie soll man das denn timen? Wie soll das denn bitte schön gehen? Ja. Ach, das sind. Es geht irgendwann wieder von vorne los. Okay. Das ist natürlich praktisch. Das macht das ein bisschen berechenbarer. Aber das hat er nicht geschafft. Das gibt's nicht. Und wie oft macht man jetzt diese Runde? Ja, ich hatte schon fast. Ich hatte es schon fast. Ah, und schon wieder. Ah, nee. Fast. Fast geschafft. Nicht geschafft. Oh, Leute. Ja. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es. Und wie lange geht denn das jetzt überhaupt? Wie lange geht das? Was? Was haben Sie sich dabei gedacht? Was haben Sie sich dabei gedacht? Dachten die, das ist ein witziges Spiel? Ja. Oh, ich bin im Ziel. Hey, der Untere hat gewonnen. Müssen wir jetzt auf den anderen noch warten, oder wie? Nee, auf den warte ich jetzt nicht mehr. Ah, Future Race. Ich habe mir da was anderes vorgestellt. Es gibt jetzt ein Spiel, das hier so dieses Spielprinzip verfolgt. Ich glaube auch auf dem C64, ja. Ich weiß jetzt den Titel nicht, mir fällt mir jetzt nicht ein. Aber dieses andere Spiel ist definitiv besser als das hier. Ich habe das mal gespielt, das ist besser. Es ist auf jeden Fall ist das nicht so schwierig. Ja, boah, das ist übertrieben schwer. Kein Sound, nicht mal Soundeffekte. Das ist auch... Nee, schade. Schade, schade.
Also da habe ich jetzt auch auf so einer Markt- und Technik-Diskette schon Besseres gesehen. Deutlich Besseres. Na gut, mal sehen, wie das nächste ist. Also bis zum nächsten Spiel. Tschüss.